vordere Tür. Aber legen wir los. Ich habe die große Ehre, euch jemanden ohne eine Präsentation vorzustellen. Kannst du bitte den Knopf drücken? Da ist er. This is Hendrik Oeberlöhr. Hendrik Oeberlöhr. Good enough. And he's actually er studiert zurzeit in London, lebt in dieser Umgebung und zeigt in gonzo-journalistischer Art eine Frage auf. Und zwar, wie hat die UK, wie hat das Vereinigte Königreich das Snoopers Charter durchgewunken? Einige von euch wissen vielleicht nicht, was das ist. Es geht um ein schleichendes Gesetz, das die britische Regierung eingeführt hat. Hendrik gibt euch eine Einführung in diese sehr komplizierte Situation und wird es von innen nach außen erforschen. Light the fuse, put it in play. Bitte begrüßt Let's ihn roll. Mit einem großen Applaus. Hi, so I'm living in London. I'm studying there. Ich lebe in London und studiere dort und ich bin kein Jurist, aber ich bin technischer Experte und ich werde mein Bestes tun, herauszufinden, wieso wir ein Überwachungsgesetz haben, das vielleicht das Verrückteste ist, was wir je in der Demokratie hatten. Ich will mit diesem Bild hier starten. Jede zweite Woche auf dem Weg zur Uni sehe ich sowas. Das ist eine mobile Videoüberwachungsanlage. Oben auf diesem Fahrzeug ist eine Kamera. In London ist ungefähr eine Kamera pro Person, die in der Stadt lebt. Es braucht zusätzlich noch Autos mit solchen. Das ist nur die alte Version. Die neue hat 6 Kameras am Auto. Für mich war das eine schwierige Frage, wie kann ein Land, wo das eigentlich der Status quo ist, ein Gesetz verabschieden, das die Überwachung wieder im Gesetz verankert, das wir im letzten Jahr gesehen haben. Was wir in der nächsten halben Stunde tun werden, ist uns erst ein Verständnis darüber machen, was dieses Gesetz, dieses Ermittlungsbefugnisgesetz ermöglicht, wieso es so gefährlich ist, wieso wir uns Sorgen machen müssten. Der spannende Teil ist, ich möchte erklären, wie eine Demokratie so ein Gesetz bestätigen kann, wie eine Demokratie in der Situation enden kann, dass sie sowas tut. Und aus dieser Erfahrung möchte ich aufzeigen, wie wir etwas dagegen machen können. Und mit dem ersten Teil fangen wir jetzt an. Die Home-Sekretärin Theresa May hat ein Gesetz verabschiedet in 2015. Das hat verschiedene Teile, Hacking und Überwachung betroffen, Vorratsdatenspeicherung und weitere Aspekte. Kürzlich hat die Regierung dieses Gesetz, dass die stärksten Verteidigungen hat, als ein Gesetz beschrieben, das die stärksten Verteidigungen solcher Gesetze in allen Demokratien weltweit hat. Und das ist eine große Behauptung, die wir näher untersuchen werden. Und wir beginnen mit dem Gebiet des Hacking. Die Regierung hat eine lustige Definition von Hacking, und zwar das Beeinträchtigen von Ausrüstung. Im normalen Verlauf benötigt jeder Durchsuchungsbefehl eine persönliche Erlaubnis, die verhindern soll, dass zu viele Ermittlungen geführt werden, aber das wird nicht wirklich gemacht, da komme ich später dazu. Und der Umfang, wie solche Untersuchungsbefugnisse ausgestellt werden, ist sehr, sehr breit für die nationale Sicherheit. Aber wie ihr sehen könnt, das sind sehr, sehr breite Gebiete. Und wenn man nicht auf den britischen Inseln wohnt, dann ist es sogar möglich, dass die Autoritäten eine breite Untersuchungsbefugnis ausstellen, die eine ganze Gruppe von Geräten umfassen kann. Und sobald ein solcher Befehl besteht, dann sind die Möglichkeiten, wie die Informationen extrahiert werden können, nicht mehr eingeschränkt. Jedes Vorgehen, das diese Ermittlung ermöglicht,
die notwendig ist, um das zu tun, was das Gesetz ermöglicht oder erfordert, einschließlich Handlungen, um Gesprächsinhalte, Daten oder Ausrüstung oder andere Informationen zu erlangen, sind möglich. Möglicherweise könnte also ein Durchsuchungsbefehl für eine ganze Stadt ausgestellt werden. Diese Macht der Überwachung, die passt zum Unterbrechen und zum Mitschneiden von Kommunikation, die das Wer und Was und Wann der Überwachung regelt, und zwar in einer ähnlichen Art wie das Hacking-Thema. Es ist eher überraschend, dass nach Jahren von Meldungen der verschiedenen Agenturen, die aufgedeckt haben, dass verschiedene Agenturen ihre Möglichkeiten übertrieben haben, dass diese nun verstärkt werden. Und es ist weiter erstaunlich, dass wenn die Kommunikation nicht auf den britischen Inseln ist, dann können wieder großflächige Ermittlungsbefehle ausgestellt werden. Zum Schluss die Verschlüsselung, die Hand in Hand mit der Interzeption von Kommunikation geht. Firmen können gefragt werden, Unterstützung aufzubrechen. Der Akt geht sogar so weit, dass, wenn man eine besondere Art Verschlüsselungstechnologie entwickelt, dann sendet die Regierung eine Vorwarnung, mit der sie das Unternehmen zwingen können, diese Verschlüsselung zu schwächen oder über weitere Entwicklungen die Regierung zu informieren. Der nächste Teil ist der Zugang zu Datenbanken. Der ist nur für die Geheimdienste offen, gibt denen aber die Möglichkeiten, öffentliche und private Datenbanken auszuwerten, sie zusammenzufassen und neue Analysemöglichkeiten zu erfinden. Also das nächste Mal, wenn ihr beispielsweise euren Arzt aufsucht, dann könnte es sein, dass die Informationen, die er hat, nun auch der Regierung zugänglich würden. Oder die Informationen von einem Fitness-Tracker. Es gibt einige weitere Limitationen in diesem Gesetz, aber grundsätzlich sagt es, dass viele unschuldige Personen von dieser Praxis betroffen sein werden. Die Gefahr, dass unschuldige Personen betroffen werden, ist auch im nächsten und gefährlichsten Teil dieses Gesetzes verankert, bei den Internetverbindungsdatenbanken. Das ist Vorratsdatenspeicherung auf Steroiden. Wenn man eine Verbindung zu einer Seite aufbaut, dann muss der ISP protokollieren, welche Seite man besucht, wenn man es tut, von welchem Gerät, wo und weitere Metadaten. Messenger-Dienste müssen dasselbe tun. Sie müssen registrieren, wen man kontaktiert hat, wann, von welchem Gerät und wo diese Person war. Das klingt sehr, sehr mächtig. Und ihr würdet euch denken, dass nur eine kleine Handvoll Leute sowas haben sollte. Und ich habe hier eine Liste gemacht von allen Departementen, die Zugriff darauf haben. Das sind 48 Stück. Und meine Vorlieben sind das Gesundheitsministerium, die Food Standards Agency, die Glücksspielkommission und die der Ambulanzdienst von Nordirland. Und das Auffälligste ist, man braucht dafür nicht mal die Bestätigung eines Richters, sondern nur die eines Senior Officers des eigenen Amtes. Und das ist wahr. Und wenn der Staat solche Macht hat, ist die Frage, wie diese Macht kontrolliert wird. Es gibt dazu eine neue Investigatory Powers Commission, die Arbeit früherer Behörden in diesem Gebiet zusammenfasst. Diese neue Kommission umfasst, was bisher gemacht wurde bei Überwachungen und Ermittlungsbefugnissen. Normalerweise muss ein Commissioner die Bestätigung geben, dass ein Durchsuchungsbefehl ausgestellt werden darf. Das heißt, es muss nicht nur der Staatssekretär das tun, sondern auch ein Kommissionär der Judikative. So eine Kommission ist nötig, aber das Problem ist, die Mitglieder werden vom Prime Minister ernannt. Und ich habe das Gefühl, dass Theresa May nur Leute platzieren wird, denen sie vertrauen kann. Und ich habe auch Zweifel, dass diese Kommission sich gut achten will. In,
In 2015 wurden eine halbe Million solcher Warrants ausgestellt. Und wenn diese Kommission weniger als zum Beispiel 100 Personen umfasst, die eine 40-Stunden-Woche arbeiten, dann würde das nur 7 Minuten ermöglichen für jeden dieser Durchsuchungsbefehle, um jeden dieser Durchsuchungsbefehle zu untersuchen. Und ich habe Zweifel, dass das im angemessenen Rahmen möglich ist. Es gibt tatsächlich ein paar Verbesserungen gegenüber der Situation davor. Und eine davon ist mehr Transparenz, weil es jetzt im Gesetz verankert ist und nicht mehr illegal ist. Nun ja, es gibt auch Sicherheitsmechanismen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Sicherungsmaßnahmen wirklich effektiv sind, aber gut. Und es ist jetzt ein Verbrechen, auf Daten zuzugreifen, ohne einen Durchsuchungsbefehl, eine Ermächtigung zu haben. Das ist gut, aber es sollte natürlich trotzdem nicht so einfach sein. Und zum Schluss gab es noch eine Verbesserung, die ich euch unbedingt zeigen muss. Wer von euch glaubt, er kann das hier finden? Das ist der erste Satz hier, der sagt, dass dieses Gesetz definiert, in welchem Umfang bestimmte Ermittlungsbefugnisse in die Privatsphäre eingreifen dürfen. Das heißt, dass die Verbesserung ist, dass sie eingestehen, dass das in die Privatsphäre eingreift. Und das ist der erste Satz dieses Gesetzes. Das gab euch einen kurzen Überblick darüber, was dieses Gesetz macht. Und ich will jetzt zum nächsten Teil übergehen und sagen, wie mich das beeinflusst. Ich habe eine Menge Zeit in dieser Bibliothek in London verbracht und das ist auch das Gebäude, das George Orwell zum Wahrheitsministerium in seinem Roman 1984 inspiriert hat. Das ist ziemlich offensichtlich, warum. Ich weiß, dass man mich als unschuldigen Bürger bezeichnen würde. Ich habe wirklich nichts getan, um die Macht der Regierung zu schwächen. Ich meine, ich habe ein paar Artikel geschrieben, ich war auf ein paar Demos, wie jeder Student. Aber wegen dieses neuen Regimes weiß ich nicht genau, wie ich gesehen werde. Vielleicht muss ich meine Handlungen anpassen, weil ich glaube, dass sie so eine große Macht haben, dass ich meine Handlungen anpassen muss, obwohl ich nichts getan habe, was irgendjemanden einschüchtern sollte. Und dieses neue Gesetz ist keine Maßnahme mehr gegen Terrorismus, wo ich mir dachte, okay, das beeinträchtigt mich sowieso nicht, sondern es ist wirklich eine Maßnahme gegen Kriminalität aller Art. Und seit Snowden wissen wir, dass wir diesen Agenturen nicht vertrauen können, besonders den britischen Agenturen nicht vertrauen können, dass sie innerhalb der Grenzen des Gesetzes bleiben. Und so niedrig die Hürden dieses Gesetzes sind, habe ich sie immer noch lieber als gar keine Hürden. Aber auch da kann ich den Agenturen nicht vertrauen, dass sie sich daran halten. Und es scheint leider, als wäre das Teil eines größeren Trends, das sieht man auch in Deutschland und von anderen Ländern, die offensichtlich nichts gelernt haben aus Snowden und stattdessen vielleicht sogar die falschen Sachen gelernt haben und die einen Überwachungsstaat erweitern. Aber ganz besonders dieses Gesetz ist unübertroffen von anderen Regierungen demokratischer Staaten. Weder der Patriot Act in den USA oder die Notfallmaßnahmen in Frankreich haben solche Maßnahmen, die so tief in die Privatsphäre eingreifen. Und ironischerweise delegitimiert das die Kritik unserer Regierung gegenüber undemokratischen Staaten, die ihre Bürger überwachen. Denn andere Länder machen genau das Gleiche und China hat schon auf dieses Gesetz gezeigt und damit seine eigenen Maßnahmen verteidigt. Und Theresa May hat das hier gesagt, wenn ihr euch daran erinnert. Und ich stimme dem nicht wirklich zu. Ich würde eher sagen, dass dieses Gesetz die schlimmsten
Überwachungsmaßnahmen der gesamten demokratischen Welt etabliert und die Prinzipien von Offenheit, Transparenz und beeinträchtigt. Nun möchte ich euch aber zuerst erklären, wie die britische Regierung funktioniert, die britische Demokratie. Wir haben ein Parlament, das aus dem Souverän besteht, dann dem Ober- und dem Unterhaus. Der Souverän ist die Königin, aber die macht nicht viel. Das Oberhaus ist auch nicht so wichtig. Der wichtigste Teil des Systems ist wirklich das Unterhaus, das House of Commons. Und ein anderer wirklich wichtiger Punkt, den ihr verstehen müsst, ist, dass Großbritannien kein Grundgesetz und keine Verfassung hat. Das heißt, es gibt kein einziges Dokument, das sagt, wer wie viel Macht hat und wo die Grenzen sind, sondern es gibt einfach nur eine Sammlung von Gesetzen. Und es gibt die Erwartung, dass verschiedene Akteure sich so verhalten, wie sie es in der Vergangenheit auch getan. Und das wird verbunden mit einem Mehrheitswahlrecht, das Großbritannien in mehrere Districts unterteilt. Und wenn man einen dieser Wahlkreise gewinnt, dann zieht man ins Parlament ein. Und das heißt, dass das House of Commons relativ mächtig ist und die konservative Partei hat eine absolute Mehrheit und hat so die totale Kontrolle. Und das führt uns zur nächsten Frage, warum wurde dieses Gesetz durchgebracht? Nun ja, die einfache Antwort ist, dass andere Gesetze außer Kraft getreten sind und sie deswegen ein neues Gesetz brauchten. Und jetzt mit der neuen Regierung gab es keine Opposition mehr, die es hätte verhindern können. Und die Opposition, die es gab, hat nicht wirklich dagegen gekämpft. Es änderte ein bisschen an Nordkorea und es schien mir, als sei die Labour Party sehr stark von ihren eigenen Machtkämpfen abgelenkt worden und hat diesen sehr wichtigen Kampf aus den Augen verloren und das Oberhaus hat auch nicht mehr viel verbessert. Das ist nur eine Meta-Analyse und ich wollte eigentlich verstehen, warum die konservative Partei glaubt, dass so ein Gesetz gebraucht wird. Warum hält eine Demokratie so ein Gesetz für eine sinnvolle Maßnahme? Das Erste, was ihr verstehen müsst, ist, das ist meine erste Hypothese, dass die politische Kultur in Großbritannien auf Vertrauen basiert. Wenn man ein politisches System hat, in dem es keine Verfassung gibt und das seit Hunderten von Jahren nichts verändert hat, weil sie immer schon gleich waren, dann ist Vertrauen im System und Vertrauen in das Verhalten deines Gegners sehr wichtig für die Funktion des Staates. Und das führt natürlich auch zu einer langen Tradition, dass man denkt, wenn man nichts Falsches gemacht hat, auch nichts zu befürchten hat, denn alle wollen ja die Demokratie beschützen, weil sich natürlich alle das Beste wollen. Nun ja, wir haben auch die zwei großen Parteien, also die Labour Party und die konservative Partei, die bestimmte Gegenden aufgrund dieses Mehrheitswahlrechts, dieses Zwei-Parteien-Systems gewinnen eher die Labour-Partei, auf dem Land eher die Konservativen und dann gibt es ein paar regionale Parteien, zum Beispiel die Scottish National Party oder die nordirische Parteien und die gewinnen zwar in ihren Regionen, aber sie müssen eben deswegen auch ihre Region repräsentieren und sich darauf verlassen. Was das aber nicht macht, ist, dass es 10-15% of the people really interested in these topics, really angry about these laws. Es gibt 10-15%, die sich sehr, sehr, sehr stark dafür interessieren und die sehr wütend über diese Maßnahmen sind, aber sie werden nicht im Parlament repräsentiert, weil sie in bestimmten Regionen leben und deswegen haben sie keine Plattform im Parlament. Und drittens war so viel Aufmerksamkeit der Medien, aber auch unsere Aufmerksamkeit eingenommen vom Brexit und der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Interessanterweise
kam dieses Gesetz auch ungefähr zur Zeit des Brexits durch. Was das geschaffen hat, ist, dass der öffentliche Aufschrei, den es gab, zu spät kam. Den gab erst, als das Gesetz schon verabschiedet war. Alle Demonstrationen, die es gab, kamen zu spät. Und niemand hatte die Debatte wirklich verfolgt, außer einem sehr kleinen Kreises. Ich glaube, jetzt habt ihr ein gutes Verständnis dafür, wie dieses Gesetz zustande kam, und ich will euch ein paar Ideen aufzeigen, was man dagegen tun kann. Das erste ist eine einfache technische Lösung. Wir können VPNs verwenden, um den ISPs zu verunmöglichen, dass sie unsere Daten mitlesen. Wir können uns gegen Hacking verteidigen und Verschlüsselung einsetzen. Das sind Dinge, die lange getestet wurden, und die meisten von euch können diese Dinge einsetzen. Aber ich denke, das ist keine langfristige Lösung. Ich denke auch nicht, dass es eine Lösung für die ganze Gesellschaft ist. Sie funktioniert für mich und für uns, aber nicht für die ganze Gesellschaft. Wenn wir ehrlich sind, die meisten Leute werden nicht Stunden und Stunden investieren, um sowas aufzusetzen. Also was wir brauchen, ist ein System, das für alle funktioniert, das nicht nur uns schützt, sondern das die Diskussion auf ein anderes Spielfeld platziert. Das erste ist, wir sollten zu den Gerichten gehen. Vor einigen Wochen, ich hoffe, ihr habt das gehört, hat der Europäische Gerichtshof in einer großartigen Entscheidung einen großen Teil dieses Gesetzes abgelehnt. Das wurde nicht direkt im Gericht angeschaut, aber die Vorratsdatenspeicherung wird sehr wahrscheinlich nicht den ECJ überleben. Es gibt einige Rechte, und wir müssen zu den Gerichten gehen und sagen, dass wir diese Rechte verteidigt haben wollen. Entweder selber oder wir müssen andere Leute fragen, das für uns zu tun. Zweitens, und hier muss ich vielleicht etwas Zeit rausnehmen, wir sind zurzeit in einer Position, wo viele Leute mehr Sicherheit wollen. Und wir haben viele Leute, die denken, dass mehr Zugang zu Daten mehr Sicherheit erzeugt. Nun, ich kann glauben, dass möglicherweise mehr Daten einen Mord verhindert hätten oder ein Verbrechen verhindert hätten. Aber etwas, das nie klar ist, ist, ob dieser für andere Formen der Sicherheitserhöhung funktioniert. Und ich schlage vor, wir sollten zwei Dinge tun. Erstens, wir sollten diesen Willen verringern, dass Leute sich im Sicherheitsgefühl wägen und verhindern, dass Leute nur ein höheres Sicherheitsgefühl wollen ohne Sicherheit. Und ein zweiter Teil, der nicht oft besprochen wird, ist, vielleicht kommen wir auf andere Ideen, um die Sicherheit zu verbessern, ohne dabei unsere Privatsphäre zu gefährden. Der nächste Punkt kommt zurück zum Vertrauen in einer Demokratie. Wie können wir intrinsisch regieren? Ich habe Freunde in London, ich habe mit denen besprochen, aber und die das Gesetz kritisiert, aber sie hatten ein derartiges Vertrauen in die Regierung, dass sie nicht glaubten, dass dort etwas falsch sein könnte, weil die Regierung dieses Gesetz vorgeschlagen hat. Das heißt, wir sollten also aufsplitten zwischen der Regierung und dem sinnvollen Aktoren aufsplitten. Und das ist etwas sehr Schwieriges, dass man nicht einfach pauschalisiert und Leute als gut oder schlecht auffasst. Und wie man das genau macht, bin ich für Vorschläge sehr offen. Der nächste Punkt, wir müssen unsere Systeme repräsentativer machen. Ich habe vorhin gesagt, dass einige Parteien übervertreten sind und einige Meinungen untervertreten sind. Und unser System so aufzubauen, dass diese besser vertreten sind, ist eine einfache Lösung, um unser System gerechter zu machen. Und wenn wir schon an unseren Grundrechten abtragen, dann ist wichtig, dass das wenigstens eine Mehrheit tut und nicht 37%. Es müsste mindestens eine Mehrheit sein. Und natürlich, um über die Kritiker zu sprechen, wir
Wir müssen denen eine größere Plattform geben, um solche Gesetze zu verhindern. Zum Schluss denke ich, ich persönlich muss an meiner Aufmerksamkeit arbeiten. Ich war abgelenkt durch das Brexit, durch die amerikanische Wahlen. Es war ein riesiges Medienspektakel und wie viele andere habe auch ich den Blick auf das Wesentliche verloren, für eine lange Zeit. Und ich muss sicher lernen, meine Aufmerksamkeit besser zu verteilen und meine Handlung besser zu verteilen. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung, dass wir das auch anderen beibringen können, dass auch die sich nicht von diesen Spektakeln ablenken lassen. Das ist alles. Ich hoffe, ihr habt einige gute Ideen aus diesem Talk geholt und habt etwas Interessantes mitgenommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Thank you, Hendrik. Danke, Hendrik. This is once again is das ist schon wieder so eine Situation, wo wir das System rebooten müssen. Als du die Warum-Frage gestellt hast, habe ich mich gefragt, warum Hunde ihre Eier lecken. Und die Antwort ist, weil es geht. Das heißt, du bist in so einer Situation, wo das System kaputt ist und dann kann anscheinend niemand mehr was dran machen. Ja, ich denke, die Motivation im System ist so, sind so ausgelegt, dass es in diese Richtung geht. Es muss das nicht tun, aber wenn wir diese Incentiven nicht angreifen, dann ist das eine Entwicklung. Das heißt, wir müssen handeln. Ja, ich schreibe für netzpolitik.org. Ich habe dort ein Praktikum. Also schaut da seine Veröffentlichungen nach. Wir haben wahrscheinlich ein paar Fragen aus dem Publikum. Bitte. Danke, ich habe zwei Fragen. Zuerst hast du gesagt, dass... Is that to understand in a technical way that they have to the domain name like DNS? Wie halten Sie die auf technische Weise die Domainnamen zurück, oder ist es auch die IP, wenn ich meine Adresse nur auf einer IP-Adresse verfügbar mache, wird die auch zurückgehalten? Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich höre aus dem Publikum ein Ja. Ich weiß, dass die IP-Adressen sicher sind. Yes, exactly. So if you have everything genau. Before the last slash. Alles bis zum letzten Schrägstrich, nein, bis zum ersten Schrägstrich. Und das aber dann nur HTTP, nicht andere Protokolle, wie zum Beispiel Bitcoin oder so? Da kann ich leider nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Das müssen wir wahrscheinlich bei einem Gerichtsfall ausarbeiten. Einige dieser Punkte wurden vom Europäischen Gerichtshof angefochten. Und meine zweite Frage ist, ich hätte gerne deine Meinung darüber, wie wir als Außenstehende oder als Europäische Union reagieren sollten. Was hältst du von Sanktionen? Könnten wir irgendwie Sanktionen verwenden, um Großbritannien zu beeinflussen? Denn als Außensteher sehe ich, dass ich gar keine Rechte habe und sie können mich aushorchen, so viel sie möchten. Vielleicht würde meine Regierung gerne Großbritannien sanktionieren, um sie irgendwie zu beeinflussen oder so. Ich denke nicht, dass das in eine positive Richtung gehen würde. Weil es gibt viele, viele Motivationen und eine davon ist, statt einen positiven Effekt, dass es dort eher einen Rückschlag geben würde, wenn man solche Sanktionen versuchen würde. Ich denke nicht, dass die britische Regierung, weil sie diese Maßnahmen hat und sie für gut hält, wir haben einige Resultate von Umfragen von YouGov, in denen Leute, die das Gesetz unterstützt haben. Und ich denke, es ist wichtiger, dass wir die öffentliche Wahrnehmung korrigieren. Aber hätte das keinen pädagogischen Einfluss auf die Leute? Und überleg mal, wir haben diese albernen Sanktionen gegen Russland und
how to tell. I mean, I think that should was soll man sagen? Also ich finde, als Außenstehender sollte es zumindest ein paar weiche Sanktionen geben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Überwachungssteuer für Security or let's think ARM. ARM is a UK company and why not put some little ARM, warum nicht einfach, ich meine, das ist eine britische Firma, wieso nehmen wir nicht einfach ein paar Steuern von denen? Ich weiß ja nicht, ob da irgendwie Sachen eingebaut sind, die vielleicht mein Mobiltelefon überwachen, weil es einen ARM-Prozessor hat. Also ich finde, als Außenstehende sollten wir aktiv auf diese Art sein. Und natürlich... Na, das zweite war nur ein Vorschlag, keine Frage. Danke schön. Wir haben eine Frage aus dem Weltall. Ja, die erste Frage war, gibt es fremde Dienste, die von britischen Bürgern genutzt werden und sich nicht an die Gesetze halten, werden die geblockt? Es gibt einige besondere Regelungen für ausländische Dienste. Es ist zum Beispiel nicht möglich, dass dort große Durchsuchungsbefehle ausgestellt werden, nur Einzelfälle. Und es gibt einige Gespräche über Bußen, die die Regierung ausstellen kann, wenn eine Firma die Maßnahmen nicht umsetzt. Es gab noch eine Frage? Die nächste Frage, ein ähnliches Gesetz ist gerade in Niederlanden durch das Parlament gegangen und wird jetzt im Senat behandelt. Was glaubst du, wie diese Gesetze durchkommen? Alles bis zum Schreckstrich ist, glaube ich, die Antwort. Nein. Ja, wir könnten darüber über Stunden diskutieren, aber noch eine direkte Frage, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du hast über ein repräsentativeres System geredet, das helfen würde, solche Gesetze zu verhindern, aber ich habe die Furcht, dass mehr Repräsentation auch als Werkzeug für Populismus missbraucht werden könnte. Wir wissen zum Beispiel, dass die Premierministerin demokratisch gewählt wurde. Welche Art von moralischer Repräsentierung meinst du und wie sollten wir einen Weg finden, dass Populisten dieses Werkzeug nicht nutzen können? Erstens, ich wollte nicht den Ausdruck verwenden, etwas demokratischer zu machen, weil es eine Definitionsfrage ist, wie man Demokratie sieht. Mein Versuch ist, ich möchte die Meinung repräsentativer machen zur Meinungsverteilung im Land. Zurzeit zum Beispiel kann man einen Index machen, wie viele Stimmen hat eine Partei bekommen, wie viele Prozent. Und den Prozentanteil im Parlament anschauen. Und diese Messung hat einen 44% Fehlerbereich. Diese Übereinstimmung ist also nicht mit dem öffentlichen Abstimmungsergebnis übereinstimmt. Das heißt, Parteien, die nicht ins Parlament gekommen sind, haben entweder deutlich mehr oder deutlich weniger Anteil am Parlament als Stimmen für sie abgegeben wurden. Ich denke, wenn die Öffentlichkeit auf unserer Seite ist, bei der Verteidigung unserer Rechte, das ist etwas, das wir alle unterstützen müssen, das ist der Fall, dann sollten wir Populisten nicht fürchten, denn dann ist es eine Mehrheitsmeinung. Aber wichtiger, ich denke, wenn das Parlament eine Plattform sein kann für Parteien, die solche Dinge herausfordern, dann können wir die Kritik verstärken und nicht einfach eine populistische Sicherheitsnarrative haben. Noch eine Frage von hier drüben. Du hast gesagt, dass eines der Dinge, mit denen wir arbeiten sollten, ist, dass wir Leute dazu bringen, zu verstehen, was das für ihre Privatsphäre bedeutet. Glaubst du, dass Privatsphäre nicht mehr in der Mode ist und Datenschutz? Und was sollten wir dagegen tun? Ich glaube nicht, dass Privatsphäre out ist, aber Leute sehen sie anders.
die meisten Leute, denke ich, haben dasselbe Verständnis von Privatsphäre in der analogen Welt und dasselbe Verständnis, das sie vor 50 Jahren hatten. Sie wollen nicht, dass jemand durch das Fenster in ihr Haus reinschaut. Ich denke, die Herausforderung ist, dass wir dieses Konzept in die digitale Welt übersetzen müssen, wo man nicht sieht, ob jemand durchs Fenster ins Haus reinschaut. Ich denke, der Wille, eine Privatsphäre zu haben, hat sich nicht verändert, aber die Idee, wie diese Privatsphäre aussieht, die hat sich verändert. Und was wir da tun können, ist, die Leute über die Technologien, die sie nutzen, aufzuklären. Wir haben, glaube ich, noch Zeit für noch ein paar Fragen. Hallo. Wenn ich mir anschaue, wie die Atmosphäre in Großbritannien gerade ist, Brexit, heißt Brexit und all dieser Blödsinn, was glaubst du, dass Theresa May überhaupt mitbekommen hat, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat und was hat das für Auswirkungen? Was machen wir jetzt? Eine Möglichkeit ist definitiv, dass die Regierung sagt, wir wollen dieses europäische Gericht nicht erlauben, uns reinzupfuschen. Wir hatten eine Entscheidung für den Brexit. Wir hatten uns dafür entschieden, mehr Möglichkeiten für unsere eigenen Gesetze zu haben. Ich denke, das ist ungefähr 50-50. Du bist viel optimistischer als ich. Okay, damit sind wir leider fertig. Danke, Hendrik, für das.